Na, was hält denn der Kumpel da in seiner Hand? Ist das etwa eine weiße Tafel Schokolade? Nein. Oder ist das vielleicht ein neues Tablet-PC? Nein. Was ist das denn? Mau, nein, es ist ein Schild, wo Pause oben gekritzelt ist. Servus, Leute. Wir machen hier gleich weiter in Star Tropics. Ja, total genial. Ich habe einfach so einen Spiegel verschleudert. Aber was soll's. Gehen wir jetzt einfach mal weiter. Fuck off. Fuck, fuck, fuck. Zum Glück habe ich reflexweise Start gedrückt. Das kann jetzt ziemlich lustig werden. Ja, ich brauche Distanz. Easy, kerker mich ein. Fuck it. Und das Steuerkreuz spinnt wieder. Sonst hätte ich jetzt gut flüchten können. Ein Stern. Nein. Den bekomme ich eh nie. Ja, war klar. Scheiße. Aber was soll's? Enten, ganze Reihe. Wow. Oh nein, diese eine Mumie da besitzt Intelligenz. Alles. Oh, fuck, sie greifen mich. Ich habe noch zwei Herzen. Das kann ja spaßig werden. Okay, weiter geht's. Ich werde jetzt in jeden Raum Start drücken, denn ich will hier nicht abkratzen. Hehe. Komm her, Kumpel. Jawohl, Geist getötet. Und Bolas. Und man hört meinen Sessel wieder rumknatschen. Ja, ich habe übrigens auch einen neuen Bürosessel. Einen viel besseren, viel geileren, viel bequemeren vor allem. Mein alter war so ein Kinderbürostuhl, so ein dunkelblauer. Aber der hier ist wenigstens ein richtiger Bürostuhl, so ein weißer mit elastischen. Oh, wow. Fatal 4-Way Herz Power. Yes, Mann. So sieht's aus. Genau das will ich sehen, Mike. Da machst du auch schon Freudensprünge. Ist auch irgendwie nicht anders zu erwarten. Ich meine, hast du jetzt 4 Hearts, also 4 Herzen bekommen. Kingdom Hearts, wie auch immer. Übrigens, Leute, ich habe noch nie Kingdom Hearts gespielt. Ich weiß nicht mal, worum es da geht. Gut, oh. Zuerst die Totenkopf-Kollegen. Nicht in die Linie gehen, danke. Komm her, Kollege. Ich darf auf jeden Fall nicht in einer Linie mit den Magiern stehen, ansonsten sieht es böse aus. Moment. So. Jetzt. Kurz noch an der Nase gekratzt. Okay. Nein, ich will. Ja, möglichst so. Ja. Wow, das war knapp. Das war auch knapp. Okay. Kann ich wieder? Ja. Aber ich sollte mich, glaube ich, mit dem Bolas ausrüsten. Moment, habe ich überhaupt. Toll. Ich habe keinen Heiltrank. Und ich glaube, in diesem Dungeon habe ich überhaupt keinen Heiltrank gesehen. Was ist das? Achso, ja. Okay. Ich trau dem Braten nicht. Papageist. Ich konnte nicht ausweichen, weil der Geist zu scheiße ist. Lalalala. Wieso kann ich über den nicht drüber hupfen? Hupfen vor allem. Verpisst euch Geister. Ja, das war ordentlich. Oh, das. Das sieht ja fast schon aus wie so ein Toro-Spiel. Warte, er dreht auf. Was? 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 Ich bin nicht nach vorne gegangen. Was soll die Kacke? Jetzt kann ich wieder hier starten. Oh Mann. Verpisst euch hier. Ja, da bin ich. Da ist meine Laune leicht geknickt, weil ich keinen Millimeter nach vorne gedrückt habe. Ich habe wirklich nicht nach vorne gedrückt, ich habe nach links gedrückt. Links, so wie ich jetzt nach links gehe. Also ich hätte ja die Zeituhr stoppen können. Zeituhr stoppen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Dass ich doch wohl die Zeit aufhalten kann. Oder so ähnlich. So jetzt. Naja.
Hey, mein Lieblingsdungeon, den habe ich noch gar nicht gesehen und ich habe keine Magic Items. Aber wisst ihr was, Leute? Das ist ungefähr so geil wie überhaupt nichts. Dann spring da nach oben. Oh. Ich merke schon wieder, wie mein Schädel brennt. Oh toll, jetzt der Hand ist wieder da. Mutierter Flubber oder so. Ja, jetzt tauch hier auf. Komm her. Ja, na toll. 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 Und jetzt, Stab. Ja, ich glaube, ohne den Stab kann ich die Geister gar nicht verletzen, auch wenn ich so... Nee. Auch wenn ich zur richtigen Stelle springe und draufschlage wie so ein Bekloppter. Vor allem diese Geister wehren sich nicht, ich weiß nicht warum. Was sonst? Ja, das kriegen. Und gleich weitergehen. Und ich merke gerade, wie meine Stimme wieder anfängt abzuschmieren. Weil ich jetzt schon, ja, wie lange aufnehme? Über eine Stunde? Schon über... Toll. Und schon... Nee. Und schon über eine Stunde hier krass am Labern bin. Und deswegen ist es natürlich klar, dass meine Stimme irgendwann auch... Irgendwann dann mal auf den Geist aufgeben will. Und da sind wir unsere Hunde zu. Das sind Andra und Berli. Nein, natürlich nicht. Für Leute, die nicht wissen, wer das ist, Andra und Berli, das sind zwei unserer Hunde. Zwei unserer verstorbenen Hunde. Leider. Aber naja, das kümmert euch hier relativ wenig. Ich wollte gerade sagen, wir stellen mich oben in die, sicher in die Ecke und dann kommt dann schon. Ich wollte gerade sagen, ich bin oben sicher in die Ecke und dann kamen schon die Zauberer und verarschen mich am laufenden Band und das will ich haben. Danke vielmals. Verpiss dich. Wenn ich Energie bekommen würde, das wäre unglaublich nett. Toll. Jetzt kommen wieder Mumien-Action. Habe ich nicht hier so einen Trank? Nein, ja, nicht. Okay. Mumien. Schwächen. Haut ab. Ich muss alle in eine Reihe bekommen. Fuck it. Du verstehst mir den Weg, Kollege. Ja, zwei sind tot. Und ich bin gerade viel zu laut. Okay. Scheiß nerviges Geräusch. Ja. Komm schon, Mumie. Du gehst jetzt auch zu deinen Vorfahren. Moment mal, mir fällt gerade auf. Wenn ich das jetzt nicht schaffen sollte, dann muss ich wieder alles machen. Ich könnte kotzen. Nein, eigentlich nicht. So schlimm ist das bei weitem noch nicht. Ich reg mich doch nicht mal ansatzweise auf. Aber da oben sind wieder Double Fatal Vorherz Power, Triple H, wie auch immer. Triple H, genau. Triple H in Fatal 4. So. Herzen eingesammelt, alles gut, alles schön, alles perfekt, wenn mein Kumpel hier nach oben laufen würde. Und wieder Ding aktivieren. Das aktivieren und abhauen. Achso, ja, zuerst die Köpfe vernichten. Ich hab nicht abgeknallt, die werden von mir Kopf. Ich wollte gerade abhauen. So. Nee. Ja. Jetzt der zweite, komm her. Ja. Okay. Versuchen wir es. Denn ein Wolf gibt nicht auf, das wisst ihr. Ich habe eine Idee. Scheiße. Jetzt. Ja, und trifft sie ihn. Hat sie ihn getroffen? Ich habe es nicht gesehen. Das ist so dämlich. Vor allem, weil ich jetzt einstecken musste. Holle! Er ist tot! Yes. Okay, noch einen halben Lebenspunkt. Nee, ich traue hier niemanden mehr über den Weg.
Vor allem keine Geister. Hier, danke. Mein Schalter, betätigen wir den Schalter. Wenigstens in diesem Raum bin ich sicher. Okay. Ja, zwei. Wasser. So viel kann ich hier nicht voll, jetzt müssen wir mal wieder hier ersaufen. Was soll die Kacke? Aber naja, wenigstens Gewinnmusik, das heißt, wir haben es geschafft. Mit einem halben Lebenspunkt, ja. Wow, du hast es geschafft. Mehr, über mehr Punkte. Ich mache deine Daten. Bitte nicht deinen Rechner aus dem Fenster schmeißen. Danke, viel Glück. Sieh, der Topf ist da. Dreht ab. Achso, ist aufgestiegen, also weil er im Wasser war oder irgend so etwas, keine Ahnung. Sieht mehr so aus wie so ein Marshmallow oder so. Da ist die Kristallkugel. Was ist das? Das ist das Loch, wo er nach oben kam. Was soll's, gehen wir weg. Weg aus dieser Geisterstadt. Die war zwar nicht so schwer, aber sie war eben nervig. Nervig, hau ab, du nervst. Wenn ich jetzt noch wüsste, woher das war. Nicht 100 und dann Damadina. Wieso denke ich jetzt eigentlich an die? Naja, was soll's. Gehen wir erstmal weiter hier. Ja. Steuerkreuz. Ach Leute, mein Steuerkreuz ist im Arsch. Scheiße, Mann. Aber naja, was soll's. Hier, bitte. Oh mein Gott, ey, du hast meine Kristallkugel. Bitte gib es mir. Da hast du. Du gibst es zurück. Ja, yeah, ich bin zurück im Geschäft. I'm back to business, baby. Danke. Du willst nach Shikula reingehen? Willst du nicht, oder? Ich weiß, was der helfen könnte. Hier, nimm das. Okay, warte. Du hast uns in eine Frau verwandelt. Okay. Wer weiß, wie sie in so einem Mädchenkörper spielt. Vor allem, habt ihr euch nicht auch schon mal gedacht, jetzt nicht nur für die Männer, sondern auch für die Frauen, wie wäre es, wenn ihr für einen Tag zumindest im Körper des anderen Geschlechts stecken würdet? Also das wäre schon irgendwie seltsam. Aber das wäre auch irgendwie cool, denn dann würdet ihr erfahren, wie der jeweils andere Körper tickt, also das jeweils andere Geschlecht. Du siehst ein bisschen silly. Was heißt silly? Seltsam? Komisch? Du siehst ein bisschen komisch aus, so verkleidet wie ein Mädchen. Aber es sollte wirken. Ach übrigens, lass mich dir einen Blick in die Zukunft werfen. Also lass mich deine Zukunft lesen. Oh, in der Kristallkugel, ich kann es sehen. Riskiere dein Leben und... Ich weiß nicht, was Limp heißt. Tut mir leid, Leute. Riskiere ihr Leben und, ich sag mal, Seele. Ich weiß, Soul heißt Seele, aber... eine Brücke über tobendem Wasser. Working to escape. Also, suche nach... Ach Gott, ja, 2:30 Uhr morgens, mein Handy ist nicht mehr so auf Englisch getrennt jetzt, aber... Oh, irgendetwas Böses, Mystisches. Kräfte von einem anderen Stern, Kräfte von einem anderen Stern, weit, sehr weit entfernt. Ich bin nicht sicher, was diese Kräfte... Was? I'm sure two powers are controlling the monster in the... Achso, ich bin mir sicher, diese Kräfte kontrollieren die Monster in der Dunkelheit. Oh, oh mit der Zerstörung. Ich kann nicht fortfahren. Meine Zukunft sieht scheiße aus. Nun geh nach Shikula. Ganz toll. Die Wasserwehren hat uns gerade eine ziemlich beschissene Zukunft ausgesagt. Übrigens, Wahrsagerin, ja, neben unserem Geschäft, also neben unserem Laden, ist auch eine Wahrsagerin und die zankt sich mit uns immer wegen des Parkplatzes, weil sie hat ihn gekauft und sie
freut sich auch, wenn da einer steht. Gut, ist der auch heute gut gefreut, aber wenn nicht wir schuld sind, aber trotzdem greift sie uns an. Naja, ist dem nicht sehr sympathisch, die Dame. Aber was soll's, wir reden jetzt nicht über unsere Geschäftsnachbarn, sondern hier über Star Tropics. Du musst vom Radicola kommen. Du darfst eintreten. Danke! Ich bin der Krieger von Chicola. Ja, die hier trainieren, was sagst du nicht? Wir sind sehr beschäftigt mit Trainieren. Bitte stör uns nicht. Okay. Du sagst dasselbe, oder? Nein. Training und mehr Training, ich bin müde. Ja, so, das ist Wasser. Na, ja, ich gehe wieder. Mein Hals ist im Arsch. Ich bin eine Krieger von Chicola. Oh, du musst eine Neuankömmling von Hercola sein. Chicola, Hercola. Versteht ihr den Witz? She, sie, her, er. Naja. Lass wir diese. Boah, wie siehst du denn aus? Alter, bist du hässlich! Und diese Musik. Hört mal. Also, nichts gegen Äußerlichkeiten von Frauen, denn eigentlich ist mir das Äußere einer Frau egal. Oder fast egal, aber die hier, nee. Die würde ich nicht gerne in mein Schlafzimmer lassen. Oder generell in mein Haus. Ihr könnt ja draußen im Garten in der Hundehütte leben. Obwohl, wir haben keine Hundehütte, also... Pech gehabt! Ich bin Königin Chico... ich bin Königin Chicola. Ich hab gehört von einem Kampf mit der Geisterstadt. Du hast also alle Geister von der gejagten Stadt... besiegt. Haunted Village, also ja, verlassene Stadt. Du hast also alle Geister von der verlassenen Stadt besiegt. Oh, du bist ein Supermädchen. Wie lautet dein Name? Du räusperst dich. Michael. Michael. Michael ist mein Name. Michael. Guter Name. Ich mag dich. Warum trittst du uns nicht bei? Du hast gesagt, du musst einen Eremiten auf einen Berg besuchen. Wir werden dich vermissen. Du sparst Zeit, wenn du mit der Anführerin von unserem Hauptquartier hier sprichst. Okay? Ach übrigens, Michelle, deine Stimme klingt stark wie ein Mann. Achso, deine Antwort. Also, ihr... Was? You cooch? Keine Ahnung. Ich sehe, du bist erkältet. Michelle, du hast ein lustiges Jojo, nicht wahr? Ich gebe eine kraftvolle Waffe, genannt ein Morgenstern. Morgenstern, neue Waffe. Geil, geil, geil. Hör zu. Du brauchst mehr als 6 rote Herzen, um diesen Morgenstern mit Talent zu führen. Auf Wiedersehen, Michelle. Und ich habe diese alte Fotze ziemlich gruselig gesprochen, fällt mir auf. Okay, wer war noch schnell die Anführerin? Warst du da unten die Anführerin? Nee. Tut mir leid, wenn das gegeben ist. Achso. Ich bin die Anführerin. Du willst nach Westen reisen? Hör zu. Sprich Abracadabra. Ich springe 10-mal um den Tunnel am Ende. An des Tunnels Ende, wie auch immer. Na gut. Gehen wir weg. Lass mich durch. Ich will Kleidung wechseln, klar doch. Ja, und jetzt werde ich aufhören, dann wieder zum Mann. Auf Wiedersehen. Lalalala. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen in die nächste Stadt und dann mache ich Schluss. Dann habe ich zumindest Star Tropics für heute genug aufgenommen. Es sind zwar trotzdem nur 3 oder 4 Videos, aber trotzdem bin ich dann weit gekommen. Oh, wir speichern deine Daten. Bitte übergebe dich nicht.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja! Vorschulwissen, zählen mit der Onkel Wolf. Oh, ich dachte schon, das wäre ein Gegner. Na gut, gut, gut. Jojo, immer noch in Action. Das ist jetzt scheiße, ich wollte noch ein Herz. Gib mir ein Herz, jawohl, danke. Oh, ich meine natürlich, ich brauche noch ein Herz. Ja. Und rein, danke. Yeah! Geil! Morgenstern-Action. Ja, damit, danke. Aktiviert und nervt gerade. Oh, einen Moment mal. Ja. Antivir hat wieder mal umgenervt. Aber naja, das ist nur ein Klick von Sekunden. Da kommt irgendwas. Ja, ich hab's gewusst. Aber ich kenne dich doch schon. Jawohl. Erwartet. Und ich will jetzt raus aus diesem. Oh, das war Zufall, dass da mal rauskam. Also, ich hab es nicht gewusst, das war Glück. Aber naja, mach auf. Jawohl, jetzt haben wir auch volle Lebensenergie. Und wir gehen raus aus diesem Dungeon. Wow, das ist geschafft. Wir speichern deine Daten, nichts ausstellen. Viel Glück. Da ist der Berg des Eremiten. Oh, das war Zufall, denn ich wollte eigentlich nach oben gehen, aber mein Gamepad hat wieder mal rumgesponnen. Aber dieses Mal hat es mir sogar zum Glück verholfen. Okay, da ist wahrscheinlich der Eremit. Da gehen wir in diese Stadt hinein. Lalala, was bist du denn für? Ich bin Po, genannt berühmter Poet vom Süden. Magst du Poeten? Regenfeld vom. Ja. Keine Lust drauf. Nicht jetzt, wir haben es in einem. 2.40 Uhr morgens. Speichern kann ich jetzt auch nicht. Was soll's, dann werde ich mal versuchen, hier trotzdem einen. Moment mal. Ja, so, speichern noch. So, dann werde ich mal versuchen, hier mit einem Save State zu speichern und werde wahrscheinlich morgen weiterspielen. Oder heute irgendwann im Laufe des Tages, denn immerhin stehe ich in 8 Stunden oder so auf, ja. Ich hoffe, diese. Ich glaube, 4 waren es jetzt. Ich hoffe, diese 4 Star Tropics Videos werden vorerst reichen für euch. Ich werde natürlich, je nachdem, wie lange ich dieses Internet habe, das weiß ich leider nicht. Ich habe es nur, ich glaube, 2 Tage oder so und jeder Tag, den ich zusätzlich habe, ist gut. Ich werde natürlich versuchen, alle Videos auf einmal hochzuladen und auch weitere Videos aufzunehmen. Au, oh, mich hat gerade etwas in den Rücken gestochen. Scheiße. Ah, das tut weh, voll jetzt. Oh. Das war jetzt nicht so gut. Irgendetwas Böses hat mir in den Rücken gestochen. Naja, bevor ich hier von irgendwelchen Viechern zerfressen werde, würde ich dieses. Ah, wie. Scheiß Viech, werde ich dieses Video beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin Onkel Wolf und sage bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!